Die Landschaft im Kreis Unna ist blau-grün. Wasser in unterschiedlichster Gestalt prägt die Region. Ordnet Raum, schafft Verbindungen in die Welt und grüne Lungen, nicht nur längs der Flüsse und Seen. Seit über 100 Jahren Promi-Status genießt die Ruhr im Süden. Schließlich trägt das Ruhrgebiet, die einst aus Kohle und Stahl geformte Wirtschaftsregion, ihren Namen. Und an der Emscherquelle machten schon die Römer Rast. Im Norden schlängelt sich derweil die Lippe durch und an Städten vorbei. Sie bietet mit ihrer unberührten Auenlandschaft Rückzugsräume für Tiere und schützenswerte Pflanzen. Auch die Seesäcke bahnt sich ihren Weg über verschlungene Pfade, durch Böhnen, Kamen und Lünen. Umrahmt werden die Wasserwelten von Grüngürteln wie dem Schwerterwald im Süden und dem Kappenberger Wald im Norden. Und dazwischen immer wieder Parkanlagen, Seenlandschaften, Panoramablicke. Ob zu Lande oder zu Wasser. Im Kreis Unna gibt es viele Möglichkeiten für die Freizeitgestaltung. Das am Datteln-Hamm-Kanal gelegene westfälische Sportbootzentrum Marina Rünte ist Ankerplatz für Boote und für Menschen mit Fernweh. Auch eine Gelegenheit zum Feiern findet sich dort immer. Zum großen sportlichen Schlag ausholen lässt sich auf den beiden Golfplätzen in Fröndenberg. Einen weiteren Golfplatz gibt es übrigens in Werne. Bekannter ist diese Stadt aber für ihr Solebad. Und für das älteste und größte Volksfest an der Lippe, den Simon-Juda-Markt. Von den Einwohnern und Händlern seit jeher liebevoll Simjü genannt. Alles kann fliegen. In Kamen und in Lünen heben regelmäßig Drachen und Co. vom Boden ab. Hoch über dem Kreis Unna schweben dann kunstvolle Konstruktionen aus Farbe, Fantasie und mehr wie von Zauberhand geführt durch die Luft. Alle 2 Jahre verwandelt sich Unnas Stadtzentrum in eine italienische Piazza. Lebensfreude und Sinn für Lichtkunst eint Veranstalter und Gäste. Und die wird von den eigens aus Italien anreisenden Lichtbauern genau geplant und geprobt. Wer einen Ort zum Entspannen sucht, ist am Seepark in Lünen genau richtig. Sonne, Sand und See laden an schönen Sommertagen zu einer coolen Erfrischung ein. Die gibt es auch noch an und auf der Ruhr im Süden des Kreises Unna. Ein Fahrrad hat jeder und geradelt wird hier immer und überall. Durch schöne Landschaften, fahrradfreundliche Kommunen oder am Wasser entlang. Erholung Schritt für Schritt bieten auch die Wanderwege für kurze und lange Beine im Kreis Unna. Und wer zum Beispiel den Westfalen-Wanderweg entlangläuft, kommt auch durch Fröndenberg. Dort steht, nicht weit von der Ruhr, die Kettenschmiede. Am Amboss führen Schmiede vor, wie aus Eisen eine Kette entsteht. Augen auf, Ohren gespitzt. Der Kulturkreis Unna macht übers Jahr immer wieder Tamtam und Programm für kleine und große Leute. Richtig Theater. Und alle schauen zu. Das gibt's beim Welttheater der Straße in Schwerte. Glitzer, Glanz und Glamour dagegen beim Kinofest in Lünen. Spannend wird es bei Europas größtem internationalem Krimi-Festival, dem Mord am Hellweg. Eher klassisch kommt dagegen die neue Philharmonie Westfalen daher. Zum Beispiel bei ihren Gastspielen in der Konzertaula Kamen oder auf Haus Op Herdecke.
Das kreiseigene Wasserschloss ist auch eine perfekte Bühne für die bildende Kunst. Von den Ausstellungsmachern des Kreises in Szene gesetzt, werden Malereien, Skizzen und Skulpturen. Und natürlich Industriekultur. Auf Brachflächen und in verfallenen Gebäuden entstand Neues. Sogar Einmaliges. Wie etwa das Zentrum für internationale Lichtkunst in alten Brauereigewölben in Unna. Über 100 Jahre wurde auch im Kreis Unna Geld mit schwarzem Gold gemacht. Seit dem Rückzug des Bergbaus stellt sich die Region als Dienstleistungs-, Logistik- und Technologiestandort erfolgreich und breiter neu auf. Zu danken ist dieser Strukturwandel einer vorausschauenden Wirtschaftsförderung. Sie machte aus der 1A-Lage, am Kamener Kreuz treffen sich Deutschlands meistbefahrene Autobahnen, ein solides, Arbeitsplätze schaffendes Geschäftsmodell und entwickelte die Region zum Logistikstandort erster Klasse. Im Kreis zu Hause, in der Welt erfolgreich. Das könnte als Leitsatz für mehrere hier fest verwurzelte Unternehmen gelten. Sie haben die Nase vorn in Bereichen wie Logistik, Chemie oder Kreislaufwirtschaft. Thank you.